Du wirst die Bananenschale noch weg. Ich zeige euch heute was Leckeres, was man daraus machen kann. Also, wir machen heute ein Pulled-Bananen-Sandwich, abgeleitet so von dem Pulled-Pork, was so jeder kennt, wo das Fleisch so auseinandergerissen wird. Das machen wir heute vegetarisch mit Bananenschale. Klingt erstmal komisch, aber wird mega lecker. Wir nehmen uns Bananen. Bei den Bananen ist ganz wichtig, biologische Bananen zu nehmen. Die sind nicht gespritzt, trotzdem nochmal abwaschen. Und dann schneiden wir hier uns die Enden erstmal ab und dann schälen wir die Bananen. Wir brauchen ja heute nur die Schale. So, und was machen wir mit der Restbanane? Die schneiden wir uns hier einfach ganz klein und dann friere ich die ein. Und dann kann man ein leckeres Eis davon machen. Und das zeige ich euch das nächste Mal. Ihr habt die Bananenschale und dann kratze ich hier erstmal dieses Mark noch ein bisschen raus. Hauptsache es ist so ein bisschen entfernt, das Ganze. Wenn wir die Bananenschale dann ausgekratzt haben, kommt eigentlich jetzt so der wichtigste Akt, wie man das Pullet hinkriegt. Entweder man nimmt zwei Gabeln, so ganz klassisch, und reißt diese Bananenschale so in kleine Reifen. Ähnlich wie man das beim Pulled Pork macht. Und dann schneidet man das so ein bisschen in Streifen. Für mich geht das so schneller. Also es gibt ja einiges Obst, wo man die Schale essen kann. Ich empfehle ja manchmal auch von der Orange einfach die Schale auch mitzuessen. Das süße Fruchtfleisch und diese bittere Schale, das ist ein ganz toller Geschmack im Mund. Also da, das ist so, ja, einfach mal probieren. Wir haben die Bananenschale jetzt in dünne Streifen geschnitten, quasi in unserem Pullet. Ich habe hier so ein Barbecue-Gewürz mit rein. Man kann natürlich auch in Paprika, Salz, Pfeffer mit reinnehmen. Würzt das Ganze. So, jetzt gebe ich hier noch ein bisschen Cayennepfeffer dazu. Wer es nicht so ganz so scharf mag, macht einfach ein bisschen weniger oder lässt das weg. Dann noch ein bisschen Paprikapulver. Und dann habe ich hier was ganz Leckeres. Das ist geräuchertes Salz. Viele Gewürze werden mittlerweile geräuchert, um so dieses Raucharoma hinzubekommen. In meinen Grillkursen zeige ich euch natürlich dann richtig mit Feuer und Flamme, wie man so ein Raucharoma hinbekommt. So für die alltägliche Küche zu Hause gerne so ein geräuchertes Salz nehmen. Wir geben uns noch ein bisschen Öl dazu. Ich habe jetzt hier in Sonnenblumenöl genommen. Also ich würde ein neutrales Öl nehmen, weil wir das dann später erhitzen. Also kein kaltgepresstes Öl nehmen. Und dann marinieren wir uns quasi unser Fleisch in Anführungsstrichen, unsere Bananen. So, das stellen wir uns hier zur Seite. In der Zwischenzeit rösten wir uns den Fenchel an. Dazu eine Pfanne heiß machen. Ich empfehle immer Edelstahlpfanne, weil ich finde, dort sind einfach die Bratergebnisse besser. Die kann ich schön hoch erhitzen. Und da kommt ungefähr so ein Teelöffel in die Pfanne. Ohne Fett. Das ist wichtig, dass wir auch richtig schön anrösten können. Und das dauert jetzt so einen kleinen Moment. Man riecht das dann auch. Mega lecker. Dieser Fenchel erinnert so ein bisschen an die Kinderzeit, wenn man so ein Fencheltee getrunken hat. Und in der Zwischenzeit können wir uns ja schon die Zwiebeln schneiden. Und die schneiden wir uns jetzt hier in diese Streifen. Immer einen Blick noch mit auf den Fenchel werfen, dass er nicht verbrennt. So. Schade, dass das Geruchsfernsehen noch, ne? Dass es das noch nicht gibt, aber das riecht, boah, mega lecker. Und jetzt sieht man das auch, dass die Kerne so ein bisschen dunkler werden. Das ist einfach nur fürs Aroma. Deswegen rösten wir uns diese Fenchelsamen an. So, wenn die alle so schön braun geworden sind, geben wir dann unsere Zwiebeln dazu. So. Alles noch ohne Öl. Also man kann hier schön die Zwiebeln dazugeben. So ein paar kleine Röstaromen, also die Zwiebeln so ein bisschen anrösten. Das sollte auch relativ schnell gehen. Dann geben wir uns jetzt unsere marinierten Bananenstreifen dazu. So, jetzt kommt das Öl ja mit ins Spiel. So, und das braten wir jetzt schön von allen Seiten an. Ich bin jetzt immer noch auf Stufe 9 hier bei meinem Herd, also auf höchster Stufe unterwegs. Erstmal zum Anbraten bei hohen Temperaturen und dann gehen wir später noch ein Stück wieder zurück. Jetzt sieht man langsam am Pfannenboden, dass es so eine kleine Kruste bildet. Das zeigt also, dass wir schöne Röstaromen haben. Also wer dann merkt, das verbrennt mir, das kann noch einen kleinen Schluck Öl dazugeben. Wieder das neutrale Bratöl. Das ist jetzt schön angebraten. Hier unten sieht man so einen dunkelbraunen Pfannenbohnen. Das ist ein gutes Zeichen. Das löschen wir jetzt nur ein bisschen mit Wasser ab. So, ein bisschen Wasser. Jetzt können wir auch mit der Temperatur nach unten gehen, so in die mittlere Einstellung. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen Sojasauce dazu. Und dann lassen wir das so für ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze schmoren.
So, für unser Sandwich schneiden wir uns jetzt ein Brot. So, ja, das ist natürlich wieder Geschmackssache. Das klassische Sandwich, natürlich aus dem Maisbrot, aus dem Kastenmaisbrot geschnitten. So, und wer es ein bisschen, ja, vollkorniger, noch ein Stück gesünder haben möchte, schneidet sich hier so von schön Mischbrot. Ich habe jetzt eins mit Sonnenblumen, aber wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. So, und dann werden wir mal so beide Varianten machen. Dazu nehmen wir uns den Salat, legen uns die hier so drauf, eine Hälfte und hier auf die andere Hälfte auch. Jetzt fehlt uns noch die Tomate. Aber das Belegen des Sandwich ist immer Geschmackssache. Ne? So, und jetzt kommt unsere Mayonnaise ins Spiel. Und die streichen wir quasi hier auf unser Brot drauf. So, und dann gucken wir mal, was unsere Pulled Bananen macht. Das ist jetzt so circa 5 Minuten vor sich hingeschmort. Die Flüssigkeit ist jetzt auch so weit es geht verdampft. Jetzt kommt natürlich das Schönste am Kochen. Ist immer das Kosten. Ne? Einfach mal gucken. Ist es weich? Hat es meinen Geschmack? Und wenn man denkt, okay, da fehlt noch ein bisschen was, dann nimmt man sich einfach die Zutat und gibt dann noch ein bisschen, ja, ein bisschen Würze dazu. Einfach ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Eine leichte Schärfe kommt durch den Cayenne-Pfeffer. Ich mag das, wenn man so diese leichte Schärfe hat. Wer es gerne richtig feurig haben möchte, macht einfach noch ein bisschen mehr rein. So, und dann nehmen wir unsere Pulled Bananen und geben uns das auf unser Sandwich. Kommt der Deckel oben drauf. So, kann das ruhig ein bisschen drücken, das Ganze. Und dann habe ich hier jetzt eine Grillpfanne. Ja, einfach so ein Stück schöne Butter. Ich finde Buttergeschmack immer ganz, ganz toll. Erinnert mich immer meine Oma, die immer, wenn ich aus der Schule gekommen bin, lecker gekocht hat. Und da gab es immer ein Stück Butter. Es hat immer gerochen, wenn man da rein ist. Und ach, hat immer nach Butter gerochen. Und das brauche ich nach wie vor. Das hat mich irgendwie geprägt. Und deswegen gibt es immer bei mir so ein schönes Stück Butter. Wer schon bei mir in den Kochkursen war, weiß auch, dass ich hin und wieder mal ja, mit dem Stück Butter das so ein bisschen für den einen oder anderen vielleicht übertreibe, aber das Ergebnis ist entscheidend und das ist einfach lecker. Die Butter zu erhitzen ist immer so, bis wann, ne? Also darf eine verbrennen und so weiter oder sollte eine verbrennen. Ich sage immer, die Butter erzählt uns was. Wenn ich leise bin, hört man die Butter erzählen, die spricht mit uns und das hört dann irgendwann auf. Und wenn das aufgehört hat, ist genau der Zeitpunkt, wo ich braten kann. Diesen Zeitpunkt darf ich aber nicht verpassen, ansonsten ist nämlich die Butter dann auch schwarz. So, also noch erzählt sie, ne? Hört man schön. Ja. So, und jetzt ist so ein bisschen der Zeitpunkt gekommen. Ne? Es sind noch einzelne Buchstaben zu hören, aber gleich wird es soweit sein. So, genau, jetzt ist der Zeitpunkt. Die Butter ist fast ruhig. Und jetzt kommt quasi unser Sandwich hier rein. So, und dann braten wir das, ich habe das jetzt auch immer noch auf höchster Stufe, in der Pfanne an. Das saugt sich natürlich jetzt ein bisschen voll mit der Butter, aber das wird dann so mega lecker. Ne? Also wer jetzt so den Buttertoast kennt, das gelingt uns so. Zum Beschweren hier oben, ich würde, also man kann auch ein Holzbrett mitnehmen, dass das schön so ein bisschen gedrückt wird, das Sandwich, dass es nicht ganz so aufgeht, damit man das dann schön auch essen kann. Einfach so ein Holzbrett legen. Und dann lassen wir das so 1-2 Minuten von der einen Seite braten. Und wenn das dann soweit ist, drehen wir unser Sandwich rum. Dann haben wir hier so ein ganz leichtes Gitter, was man hier sieht, als würde es quasi von dem Rost kommen. Wie gesagt, von der anderen Seite auch nochmal braten, auch nochmal das Brett wieder oben drauf. Und dann ist das Sandwich fertig. So, wir gucken einfach nochmal. Ja, hier unten, schön. So, und dann zerschneiden wir uns das Sandwich. Blatt Salat so mit reinstecken hier in das Suppel. Falls du mir das natürlich die Oma hier noch ein bisschen schön anrichten, geben hier noch ein bisschen so, dass das richtig schön rustikal aussieht. Jetzt haben wir noch unser Sonnenblumenbrot hier. Kleine Röstaromen mit oben drauf. So, und schon ist so unser kleines Sandwich-Paket für zu Hause fertig. Also ich würde am liebsten gleich reinbeißen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder wie es euch geht. Probiert es einfach aus. Das ist mega lecker. Das ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil von unseren Grillkursen, die ich anbiete. Das grüne Barbecue, wie gesagt, ist vegetarisch, aber es gibt noch viele andere Kochkurse mit Fleisch, ohne Fleisch, gemischt. Da ist wirklich für jeden was dabei.
Und wer denkt, ich möchte gern aus dem Kochkurs und aus dem Grillkurs und das möchte ich auch noch haben, dann packen wir ganz private Kochkurse zusammen und dann machen wir uns einfach einen schönen Abend. Dann kochen wir hier, dann gehen wir raus, ein bisschen grillen und dann treffen wir uns wieder zusammen an der Tafel und dann startet der gemütliche Kochabend, das Genießen des Ganzen, was wir gezaubert haben. Ich würde mich freuen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de